Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video soll Ihnen helfen, Ihren Bohndrucker richtig anzuschließen. Und zwar sprechen wir hier von Epson-Bohndruckern. Der Bohndrucker sollte natürlich mit dem gelieferten Anschlusskabel an Ihren Computer angeschlossen werden, sei es USB oder eventuell sogar LAN-Kabel, also das heißt Netzwerkkabel. Sollte Ihr Bohndrucker eine TSE integriert haben, müssen Sie Ihren Bohndrucker mit einem LAN-Kabel an Ihren Router anschließen. Okay, Sie schließen den Bohndrucker an, schalten diesen aber bitte nicht ein. Nachdem Sie Ihren Bohndrucker angeschlossen haben, gehen Sie auf unsere Homepage unter wavi1.de und gehen hier unten bei Softwareinfos auf die Seite Downloads und Treiber. Sie werden nun auf eine neue Seite navigiert, in der Sie hier unterhalb der Liste die aktuellen Druckertreiber von Epson wiederfinden, indem Sie hier auf Download-Seite klicken. Nun wählen Sie Ihren Drucker aus. In unserem Beispiel haben wir den Epson T88-6 angeschlossen hier. Ja. Dann bestätigen Sie Ihre Auswahl und sagen nun, dass Sie den Windows-Druckertreiber herunterladen möchten. Sollten Sie einen Epson TM30 haben, also TMM30, sollten Sie unter Umständen erst ein Firmware-Update durchführen, denn es gibt ein neueres Firmware vom Bohndrucker. Wie finden Sie dann die Firmware oder beziehungsweise die Einstellungen des Bohndruckers heraus? Es wird Ihnen gleich erklärt. Also wir sagen hier Windows Printer Driver und sagen nun Download Page. Wir nehmen den ersten, also bitte nicht den Chinese, das chinesische Model wählen, sondern hier das obere wählen. Okay? Dann sagen wir Download Page. Nun müssen wir den Bedingungen zustimmen, weil sonst geht es ja nicht weiter, und klicken dann auf Herunterladen. Nachdem wir das Setup heruntergeladen haben, machen wir einen Doppelklick darauf. Und je nachdem, welchen Browser Sie verwenden, kann es sein, dass oben in der Menüleiste der Download-Pfeil ist, wenn Sie einen Firefox zum Beispiel verwenden. Beim Microsoft Edge bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber beim Chrome ist es auf jeden Fall unten links, erhalten Sie dann so ein Symbol, dass die Datei fertig heruntergeladen ist. Nun wählen wir also vom Typ Anwendung die obere Datei, also diesen ADP 512 und dann Ihren Druckernamen und machen einen Doppelklick darauf. Dieser muss noch extrahiert werden, also sagen wir fürs Aus oder extrahierst, wie auch immer. Wenn die sagen ausführen, macht das automatisch. Und wenn die sagen extrahieren, extrahiert das also quasi in einen Ordner und zeigt Ihnen den Ordner an. Ich sage jetzt hier einfach ausführen. Wir bestätigen nun die Installationsanweisungen und folgen den Informationen, die wir jetzt auf dem Bildschirm dargestellt bekommen, indem wir auf Next, Weiter und Akzeptieren klicken. Weil sonst geht es ja nicht. So, die Installation kann nun ein kleines bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn der Installationsprozess mit den Grundinformationen abgeschlossen ist, fordert Sie das Installationsprogramm auf, den Drucker nun einzuschalten. Das machen wir. Warum schalten wir den zu Anfang an nicht ein? Weil Windows sonst dann hergeht und den Drucker mit Standardtreibern belegt. Und das wollen wir an dieser Stelle nicht, denn wir wollen, dass auch die Treiber für den Drucker verwendet werden, die speziell zu diesem Drucker gehören. Das gilt im Übrigen für alle Drucker. Erstinstallation, Routine anschmeißen und wenn die sagt, schalten Sie Ihren Drucker ein, dann einschalten. Okay, wir schalten nun unseren Bohndrucker ein. Ich warte mal 5 Sekunden. So. Und klicke nun auf Next. Jetzt kommen wir zum Registrierungsfenster. Das heißt, hier können Sie Ihre verschiedenen Drucker von Epson registrieren. Er weiß schon, dass es sich hier in dem Fall um den Epson TM88-6 handelt, weil wir haben ja den dementsprechenden Treiber heruntergeladen. Er vergibt hier auch einen Namen, können Sie frei wählen, wie Sie wollen. Und hier wählen wir den Anschlusstyp. Haben Sie den Drucker mit USB angeschlossen, wählen Sie USB. Haben Sie den per Bluetooth oder parallel oder serial angeschlossen, wählen Sie bitte die oberen Varianten aus. Oder bei Ethernet, also das heißt mit Netzwerkkabel, wählen Sie bitte Ethernet aus. So, Ethernet nochmal, also Netzwerkkabel, müssen Sie wählen oder müssen Sie Ihren Drucker anschließen, wenn Sie eine TSE im Drucker angeschlossen haben. Denn nur über die IP-Socket-Verbindung kann der Drucker oder die TSE dann angesprochen werden. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, die IP-Adresse, die weiß ich ja gar nicht, okay? Hierzu klicken Sie in Ihren Cortana-Fenster einfach hinein. Ach ja, und wenn Sie dieses Fenster, also diese Eingabezeile nicht angezeigt bekommen,
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Taskleiste, gehen auf Suchen und sagen hier Suchfeld anzeigen, weil bei manchen ist es ausgeblendet. Also wir sagen hier Suchfeld anzeigen und dann halten Sie das unten links dieses Eingabefeld. Hier geben wir CMD für Eingabeaufforderung ein und bestätigen diese per Doppelklick. Ich mache das Fenster noch ein bisschen größer. In der Eingabeaufforderung geben Sie ein IP-Config Leerzeichen minus all und bestätigen mit Enter. Sie halten nun eine Auflistung der hinterlegten IPv4-Adressen, also der Netzwerkadressen. Was für uns richtig ist, ist meistens der obere, also der Hauptadapter. Und hier sehen wir schon bei IPv4-Adresse, dass dieser Computer zum Beispiel die 192, 168, 178, 37 belegt. Das heißt, dieser Computer hat diesen Straßennamen, wollen wir es mal so titulieren, den Straßennamen hier so belegt. Also das heißt, wenn wir jetzt mit dem Drucker kommunizieren wollen, müssen wir in der gleichen Straße bleiben, nur die Hausnummer ändert sich. Das heißt, die 192, 168, 178 bleibt gleich und die Hausnummer vergeben wir eine neue. Das machen wir auch. So, wo haben wir unser Konfigurationstool? Wo war es denn? Ach, da im Hintergrund. Okay. Hier wollen wir rein. Also wir sagen hier die 192, 168, 178. Und jetzt nehmen wir irgendeine Nummer. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal die 24 als Beispiel. Muss man einfach testen. Das können Sie immer wieder ändern. Und hier können Sie maximal, also im letzten Bereich, 255 angeben. Nehmen Sie da irgendwie eine ganz krumme Zahl, dann einfach mal testen. Dann sagen wir Set to Printer. Das heißt, wir wollen die Informationen jetzt zum Drucker schicken. Wir müssen natürlich bestätigen. Hier erhalten Sie nochmal eine Information, dass sie sagt, okay, die IP-Adresse, die Subnet-Maske und das Gateway können Sie auf der linken Seite hier auch nochmal einsehen, dass Sie sagen, die IP-Adresse, also die Subnet-Maske ist die, Standard-Gateway ist hier, ob das alles übereinstimmt. Wenn es übereinstimmt, sagen Sie einfach Setting, bestätigen das Ganze, bestätigen wiederum. Ein Passwort brauchen wir jetzt nicht vergeben, also das heißt, hier könnten Sie Ihren Drucker vor Fremdkonfigurationsänderungen schützen. Muss jetzt nicht sein. Und nachdem der Installationsprozess oder das Senden zu diesen Kommunikationsdaten zum Drucker abgeschlossen ist, erhalten Sie auch die Meldung Configuration successful is completed, also das heißt, er ist fertig. Sie bestätigen das einfach und wir sagen, ja, wir wollen uns mal die Web-Oberfläche anschauen. In der Web-Oberfläche haben Sie die Möglichkeit, hier auch das Ganze nochmal einzusehen, also weil wir ja auch im Browser die IP-Adresse angeben können, und sollte er hier ein Passwort verlangen, ist es, glaube ich, Epson oder so ähnlich, kleingeschrieben. Okay? So, dann haben wir das und wir wollen natürlich jetzt diese Informationen speichern und diese hier Save Settings anklicken, damit sie tatsächlich nochmal gespeichert wurden. Und es ist ein Test am Drucker erfolgt, vielleicht haben Sie es gehört, ein Testausdruck, das heißt, der Drucker funktioniert. Und Sie können nun auf Next klicken, weil wir jetzt fertig sind. So. Dann können Sie in den Systemeinstellungen hier unten System im Cortana System eingeben. Dann können wir die Systemsteuerung anklicken. Und je nachdem, welche Ansicht Sie haben, diese, also ich persönlich mag die nicht so. Ich gehe gerne auf Kategorie und sage große Symbole, da komme ich besser damit zurecht. Dann kann ich hier auf Geräte und Drucker gehen. Und nun sollte unser Drucker oder Ihr Drucker, den wir gerade mit Ihnen installiert haben, in der oberen Liste bei Drucker auftauchen, dann ist alles in Ordnung. Sollte der Drucker wieder erwartend hier unten sein, also das heißt bei nicht aufgeführten Geräte, dann bedeutet es, dass der Drucker vielleicht irgendwie da ist, aber dass irgendwas schiefgegangen ist. Also alles, was unten ist, funktioniert nicht. Alles, was oben in den jeweiligen Kategorien ist, funktioniert. Okay? Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen, hat Ihnen geholfen. Sollten Sie wieder erwarten, nicht mit der Installation oder Konfiguration Ihres Druckers zurechtkommen, können Sie natürlich auch den Service bei uns buchen, damit wir das bei Ihnen per Fernwartung erledigen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit, bleiben Sie gesund und alles Gute. Tschüss!